Neue Strafzinsen für säumige Steuerrentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Circa 7 Millionen Rentnerinnen und Rentner zahlen in Deutschland Steuern. Wer als Rentner seine Steuererklärung zu spät abgibt oder noch nie abgegeben hat, muss bei der Steuerfestsetzung durch das Finanzamt mit erheblichen Strafzinsen rechnen. Und dann kann es neben den Bußgeldern und Säumniszuschlägen mal wirklich richtig teuer werden. 0,5% Strafzinsen pro Monat bei verspäteter Abgabe und Steuerzahlung macht im Jahr 6% Zinsen auf die Steuerforderung des Finanzamtes aus. Rückwirkende Steuerfestsetzungen für säumige Rentnerinnen und Rentner sind sicher kein Spaß. Aber immer noch zu viele von Ihnen vertrauen darauf, dass Sie schon keine Steuern zahlen müssen, dass Sie sozusagen durch das System so durchrutschen. Allein die Zinsen auf Steuernachforderungen können oder konnten richtig teuer werden. Diesem Treiben der Finanzämter mit den völlig überzogenen Zinsen hat das Bundesverfassungsgericht mit zwei Beschlüssen am 8. Juli 2021 ein Ende gesetzt. Im Grundsatz hat das Bundesverfassungsgericht Folgendes gesagt. Für Steuernachzahlungen ab 2019 ist der Zinssatz von 0,5% pro Monat oder 6% im Jahr verfassungswidrig zu hoch. Dies gilt für die Einkommensteuer, Gewerbesteuer und auch für die Körperschaftssteuer. Gleiches gilt aber auch umgekehrt für sogenannte Steuererstattungen, wenn also das Finanzamt Ihnen Steuern zurückgezahlt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber bis zum 31.07.2022 eine Neuregelung wegen den Zinsen zu treffen. Am 30. März 2022 hat die Bundesregierung in einem Gesetzesentwurf relativ schnell darauf reagiert und hat die Zinsen rückwirkend zum 01.01.2019 auf 0,15% pro Monat oder 1,8% im Jahr für Steuerforderungen oder Rückerstattungen festgelegt. Viele Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende offene Steuerbescheide müssen jetzt korrigiert werden. Finanzämter müssen überzahlte Zinsen zurückerstatten. Bitte aber nicht vergessen, der Zinslauf der Steuerforderung beginnt nicht sofort mit der Steuerforderung, sondern erst nach 15 Kalendermonaten. Wenn zum Beispiel die Steuerforderung im Jahr 2019 entstanden ist, dann wird erst die Steuerforderung am 1. April 2021 tatsächlich verzinst. Für das Steuerjahr 2020 gibt es Corona-bedingt sogar noch eine zusätzliche Karenzzeit von 3 Monaten, sodass die Zinsen auf Steuerforderungen des Finanzamtes erst ab dem 01.07.2022 berechnet werden dürfen. Das gilt natürlich auch für Steuererstattungen. Zwei Gruppen von Rentnerinnen und Rentnern dürfen sich tatsächlich freuen. Und zwar die erste Gruppe, das sind alle diejenigen, die ab 2019 eine Steuerforderung durch das Finanzamt bekommen haben. Die dürfen sich freuen, denn diese Menschen erhalten nunmehr eine Rückerstattung von zu viel gezahlten Strafzinsen. Das gilt aber nur dann, wenn Ihr Steuerbescheid oder Ihr Zinsbescheid noch offen ist. Das heißt also, wenn er zum Beispiel einen Vorläufigkeitsvermerk hat. Und die zweite Gruppe, die wird sich auch riesig freuen. Das sind nämlich die Leute, die ab 2019 eine Steuererstattung bekommen haben. Die müssten zwar jetzt normalerweise die zu viel gezahlten Zinsen, die sie vom Finanzamt bekommen haben, wieder zurückbezahlen. Aber hier gibt es eine sogenannte Vertrauensschutzregelung. Die steht in § 176 Abgabenordnung geschrieben, sodass sie die zu viel gezahlten Zinsen nicht zurückerstatten müssen. Ich zitiere, ein Steuerbescheid darf nicht zu Ungunsten des Steuerpflichtigen geändert werden, wenn das Bundesverfassungsgericht die Nichtigkeit eines Gesetzes feststellt, auf dem die bisherige Steuerfestsetzung beruht. Und das hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2021 ja offensichtlich festgestellt. Somit ist klar, ab dem 01.07.2022 gilt für 2019 rückwirkend ein neuer Zinssatz auf Strafzinsen bei Steuerforderungen des Finanzamtes oder für Steuererstattungen. Zinsen auf Steuererstattungen dürfen wegen der Vertrauensschutzregelung
des Paragraphen 179 Abgabenordnung nicht durch das Finanzamt von Ihnen zurückerstattet werden. Wer noch einen offenen Steuerbescheid aus 2019 oder 2020 hat, sollte unbedingt auf die Rückerstattung der Zinsen drängen, wenn diese auf eine Steuerforderung durch das Finanzamt erhoben worden sind. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.